Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Olga TV, der Sender im Internetformat. Es ist Mittwoch, der 23. November 2005, 18.18 Uhr. Herzlich willkommen bei Orga TV. Heutiges Thema, ihr habt es hoffentlich gesehen, die Saarbrücker Formel. Was das konkret ist, ich kann sie vielleicht einmal kurz zeigen. So sieht sie aus. Hat man das? Sehr schön. Bisschen kompliziert, aber wir werden es nachher noch weiter erläutern. Beginnen wollen wir aber wie immer mit Ariane und den News. Blu-ray-Disc. Eine neue Generation von Filmträgern steht vor der Tür, die Blu-ray-Disc. Das Label Sony gibt sich die Ehre, die erste Blu-ray-Disc auf den Markt zu bringen. Sie soll neben dem Spielfilm als MPEG-2-Strom auch animierte Menüs und weitere interaktive Funktionen enthalten. Als erster Film in diesem Format soll Charlie's Angels an Gerätehersteller verschickt werden. 20 Jahre Windows. Am vergangenen Sonntag jährte sich die Einführung der ersten Windows-Version in den USA zum 20. Mal. Die deutsche bzw. mehrsprachliche Version kam bei uns etwas später auf den Markt. Nach anfänglichem Verlustgeschäft und etlichen Versionen zählt Windows heute zu den meistverkauften Programmen der Welt. Digitales Fernsehen. In den USA soll innerhalb der nächsten 3 Jahre die Komplettumstellung von analogem auf digitales Fernsehen erfolgen. Das lässt sich die Regierung mit einer geplanten Subventionierung der privaten Haushalte mit 830 Millionen Dollar einiges kosten. Über eine alternative Finanzierung mit 3 Milliarden Dollar soll anlässlich der Versteigerung der frei werdenden Funkfrequenzen nachgedacht werden. Fernmeldegeheimnis für E-Mails. Der polizeiliche Zugriff auf E-Mails und Handyverbindungsdaten soll vom Bundesverfassungsgericht durch eine Grundsatzentscheidung geregelt werden. Die Stärke des Tatverdachts sei aber wesentlich beim Durchbrechen des Fernmeldegeheimnisses. So dürften Informationen aus E-Mails und Handydaten bei kleinerer bis mittlerer Kriminalität nicht eingesehen werden. Der Wahl-O-Mat. Wahl-O-Mat heißt eine Internetmaschine, die von Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz entwickelt wird und vor der Landtagswahl im März 2006 zum Einsatz kommen soll. Mithilfe eines zu bearbeitenden Fragenkatalogs sollen sich vor allem Erstwähler informieren können. Der Wahl-O-Mat soll allerdings keine Wahlempfehlung sein, sondern ein Stimmungsbild zur aktuellen Parteienlandschaft bieten. WLAN für den Weltraum. In Vancouver fand letzte Woche eine Sitzung zur nächstschnelleren Version drahtloser Netze statt, die bis zu 540 Megabit pro Sekunde erreichen sollen. Die früh eingetretene Preisreduzierung der WLAN-Technik könnte womöglich auch in der Raumfahrttechnik eine kostengünstige Alternative zur gewöhnlichen Hardware sein. Das Einsparpotenzial könne bei 90-99% liegen. Musikdownload bei Freenet. Auch Freenet hat nun sein Angebot erweitert und bietet ab sofort WMA- und MP3-Files zum Download an. Die Preise für einzelne Lieder bewegen sich zwischen 89 Cent und 1,29 Euro, Alben sind ab 10,95 Euro zu erwerben. Damit ist das Angebot von Freenet aber eher teurer als beispielsweise bei Apple, die ihre Songs zu Festpreisen von 99 Cent und 9,99 Euro pro Album anbieten. Filmkritik. Wer Sin City noch nicht gesehen hat, sollte sich diese fast Schwarz-Weiß-Comic-Verfilmung mit Film-Noir-Charakter nicht entgehen lassen. Trotz gewaltgeladener Szenen wirkt der Episodenfilm nicht minder poetisch und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise zwischen Moral und Verderben. Auf großer Leinwand zu bewundern ist das Werk am folgenden Dienstag im Audimax. Das waren die News. Alles, was ihr wissen müsst. Wir sehen uns. Nochmals Dank an Ariane mit den News. Die Saarbrücker Formel. Was ist das konkret? Damit befassen wir uns heute. Endlich mal etwas, wo Saarbrücken drin vorkommt, wenn wir schon keinen Fußballverein haben, der in aller Munde ist. Wenigstens jetzt die Saarbrücker Formel.
Und auch hier am Lehrstuhl immer präsent, weil großes Thema. Und dazu haben wir uns heute eine charmante Dame eingeladen. Endlich habe ich mal hier eine Dame an meiner Seite. Oh, danke. Und zwar Steffi Müller, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, bitteschön, gerne immer. Hier am Lehrstuhl tätig? Ja. Seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren. Du hast, dein Name ist letzte Woche schon gefallen, weil du hattest letzte Woche Mittwoch Geburtstag. Richtig. In dem Sinne nochmal nachträglich alles Gute zu deinem Geburtstag. Vielen Dank. Ich weiß, man tut es nicht. Wie alt bist du geworden? 28. Ach, ich denke, in dem Alter kann man das ruhig noch sagen. Ja, ich denke auch. Und hast es sehr gut gehalten. Also insofern. Danke. Wunderbar. Ich denke hier. Gut, okay. Kommen wir zum Thema. Saarbrücker Formel. Vielleicht vorweg. Die Saarbrücker Formel wurde entwickelt von drei Herren. Richtig. Von Herrn Scholz, den wir kennen, von vorletzter Sendung noch, von Herrn Stein, den wir heute auch noch in der Sendung sehen werden, und von Roman Bechtel. Genau, der mittlerweile schon bei Infineon ist. Der hat also seine Dissertation abgeschlossen und ist jetzt seit Oktober bei Infineon in München. Okay, und jetzt sag den Zuschauern noch, warum wir dich eingeladen haben. Was hast du mit der Saarbrücker Formel zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Was habe ich mit der Saarbrücker Formel zu tun? Wir haben unterschiedliche Projekte im Bereich der Saarbrücker Formel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unsere Schulungssoftware, die wir eben an Universitäten tragen wollen oder an sonstige Interessengruppen, die sich mit der Saarbrücker Formel beschäftigen wollen. Dann haben wir sowas wie ein Saarbrücker Formel-Netzwerk. Dort sind unterschiedliche Anwendungsunternehmen drin, die mittlerweile mit der Saarbrücker Formel rechnen. Wir haben dort mit drin eine Prüfungsgesellschaft wie PwC. Wir haben dort drin andere Forscher, die uns im Rahmen der Saarbrücker Forschung oder Saarbrücker Formelforschung unterstützen. Aha. Und dort bin ich eben also auch mit involviert. Du managst das Ganze, so könnte man... Ja, sagen. So ein bisschen. So ein bisschen. Ja, richtig. Es reicht, das Netzwerk so ein bisschen zusammenhalten. Es reicht, um heute Abend hier zu sein. Super, freut mich. Okay, um vielleicht den Zuschauern, die gar nichts mit der Saarbrücker Formel anfangen können, kurz zu sagen, also es geht um Humankapital. Richtig. Also die Bewertung von Personal in einem Unternehmen. Was konkret ist Human Capital Management, beziehungsweise warum ist dieses Humankapital so wichtig? Ja, Humankapital, die Mitarbeiter sind eine ganz wesentliche Bestandgröße im Unternehmen, die auch einen bestimmten Wert schaffen. Und man möchte natürlich auch wissen, welchen Wertbeitrag die Mitarbeiter im Unternehmen leisten. Insofern ist Humankapital oder der Wert des Humankapitals schon eine ganz spannende und interessante Geschichte. Auf der einen Seite können Personalverantwortliche eben auch dadurch bestimmte Aktivitäten einleiten oder auch begründen, was sie in Mitarbeiter investieren. Mhm. Also der Mitarbeiter ist nicht weiterhin nur ein Kostenfaktor oder Kostenverursachungsfaktor, sondern hat eben auch einen bestimmten Wert im Unternehmen. Und das ist eben das Entscheidende bei der Humankapitalbestimmung. Okay, gehen wir später noch genauer drauf ein. Vielleicht jetzt, um noch einmal auf die Formel an sich zurückzukommen. So sieht sie aus. Könnt ihr das noch einmal kurz zeigen? Beziehungsweise ich halte das jetzt mal ganz geschickt so da unten hin. Und hier ist das HC für Human Capital. Genau. Das Summenzeichen, das bezieht dann eben die ganzen Mitarbeiter ein. Genau, man bildet eben bestimmte Beschäftigtengruppen. Genau. Und wenn man diese aggregiert, kommt man eben über die Summe zu einem gesamten HC-Wert. Okay, wir gehen einmal ganz kurz diese Formel durch. Da haben wir dieses FTE, Full-Time Equivalent. Bedeutet, dass man die Mitarbeiter umrechnet in Vollzeitarbeitskräfte. Das heißt, wir haben zum Beispiel 100 Mitarbeiter im Unternehmen, von denen arbeiten 50 aber nur Teilzeit, sprich 50%. Haben wir einen Wert FTE von 50, weil eben die Mitarbeiter, die nur halb arbeiten, anteilig dazu gerechnet werden. Das muss ich dich korrigieren. Los geht's. Pass auf, wenn wir 100 Mitarbeiter haben und 50 davon sind nur halbtags beschäftigt. Ja. Sind die also 25 FTE. Wir haben aber ja noch die anderen 50, die ganztags beschäftigt sind. Also haben wir insgesamt ja wohl einen FTE von 75. Okay, wenn du das sagst, wird es so sein. Ist das nicht so? Hast du es nachgerechnet? Nein, ich frage dich. Pass auf, wir haben 100 Mitarbeiter. Richtig. 50 davon sind Vollzeit beschäftigt. Ja. Und 50 davon nur Halbzeit. Ja. Also sind die 50... Nein. Ja, weiter. Sind die 50 Halbzeitbeschäftigten, werden 25 Ganztagsbeschäftigte. Plus die 50 wirklichen Ganztagsbeschäftigte haben wir 75. Genau. Okay, also kommt dann ein FTE 75 rein. Genau. Dann haben wir hier dieses LI. Ja.
meint das durchschnittliche Marktgehalt. Marktgehalt heißt? Wir eben mit Gehältern rechnen, die nicht im Unternehmen gezahlt werden, sondern das, was Mitarbeiter üblicherweise am Markt gezahlt bekommen für ihre Tätigkeit oder für den Beruf. Also für alle... Sprich, man kann sich damit nicht schönrechnen, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir bezahlen aber viel mehr. Ach so, okay, okay. Beziehen wir eben nur die Marktgehälter mit rein. Okay, WI... Meint die Wissensrelevanzzeit? Wissensrelevanz, ja, bedeutet... Richtig. Bedeutet, dass Fachwissen, beziehungsweise, ja doch, dass Fachwissen nur eine bestimmte Dauer umfasst im Prozess. Das heißt, wenn ich neu ins Unternehmen reinkomme, komme also aus einer Ausbildung, verfällt mein Wissen irgendwann. Das nimmt also ab. Ja. Das meint WI, und das die Wissensrelevanzzeit. Von jeder Beschäftigungsgruppe unterschiedlich. Das ist sogar von jedem Beruf unterschiedlich. Oder von, genau, von genau. jedem Beruf. Also ein Richtig. Informatiker hat... 8 ja, Jahre. Genau. Und oder noch weniger, wohingegen jemand, der im Büro arbeitet, den ganzen Tag am Computer sitzt und immer dasselbe tut, vielleicht eine längere Zeit hat von 14 Jahren. Okay. BI ist? Betriebszugehörigkeit. Genau. Meint, wie lange der Mitarbeiter oder beziehungsweise in der Gruppe die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ist. Wir haben 20 Mitarbeiter, 10 davon 10 Jahre im Unternehmen, 10 davon Jetzt 20 Jahre. Jetzt kommt wieder deine Jahre. Tolle Rechnung. Ja. Also macht wie viel? 15. Ja, okay. Gut. PE. Personalentwicklung. Ja. Meint, wie viel man eben in Personalentwicklung investiert. Hier werden die Kosten erfasst. Für Schulungen, Weiterbildungen. Für Schulungen, für Trainings, Weiterbildung, genau. Okay, und dann haben wir letztendlich noch M. Ja, den Motivationsfaktor, weil Mitarbeiter müssen ja auch, dass sie gute Arbeit leisten können, motiviert sein. Mhm. Spiegelt sich natürlich auch im Humankapital wieder. M setzt sich zusammen aus drei unterschiedlichen Komponenten. Das ist zum einen der Bereich Commitment. Mhm. Das heißt, will ich überhaupt arbeiten, gute Leistung bringen? Ja. Zweiter Bereich ist der Kontext. Meint, ob das Arbeitsumfeld auch entsprechend ausgestattet ist, dass ich auch meine Arbeit zufriedenstellend erbringen kann. Mhm. Also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Kurz nachhaken, ja. Von mir habe ich das richtig verstanden. Das ist auch dieser sogenannte Hygienefaktor. Genau, von Herzberg. Okay. Geht auf den Hygienefaktor zurück. Und der dritte Bestandteil ist Retention. Das heißt, wie lange sind die Mitarbeiter bereit, auch morgen noch für mich zu arbeiten? Oder wie motiviert sind die Mitarbeiter auch noch morgen für mich zu arbeiten? Okay, so, das war mal an sich jetzt die Formel. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt die Variablenverteilung verstanden. Bevor wir jetzt richtig ins Thema reingehen und ich dich mit Fragen durchlöchern werde, schauen wir uns noch ein kleines Interview mit Dr. Volker Stein an, der zu diesem dreiköpfigen Team gehört, die diese Formel erschaffen, gebildet, erstellt haben. Hallo ihr Lieben, ich stehe heute vor der Eingangstür zum Lehrstuhl für Organisationspersonal und Informationsmanagement. Das ist gleichzeitig die Geburtsstätte der Saarbrücker Formel und ich habe hier in wenigen Minuten ein Treffen mit Dr. Volker Stein, der mitunter maßgeblich an der Entwicklung der Formel beteiligt war. Wir sehen uns gleich drin. Guten Tag, Herr Dr. Stein. Hallo. Sie gehören mit Professor Dr. Christian Scholz und Roman Bechtel zu dem dreiköpfigen Team, das von Beginn an und maßgeblich an der Entwicklung der Saarbrücker Formel beteiligt war, beziehungsweise kam die Idee auch von Ihnen. Jetzt meine erste Frage, wie kommt man darauf? Das Thema wurde nach und nach relevant. In der Diskussion des Personalmanagements tauchte der Begriff ab und zu auf. Und wir haben uns insgesamt gefragt, steckt da Potenzial hinter? Haben uns ein paar Ansätze angeguckt und auf einmal gemerkt, das ist ja eigentlich eine lustige Sache. Nur da gibt es noch nicht so viel Literatur. Und das war der Impuls für uns, intensiv zu recherchieren. Vor allem Herr Bechtel hat da viel recherchiert. Und insgesamt haben wir das Thema dann aufgegriffen und zu dritten Buch draus gemacht. Dieser Brücker Formel dient dazu, den monetären oder ökonomischen Wert einer Belegschaft zu berechnen, also sozusagen das Humankapital zu bewerten. Nun gibt es ja auch schon diverse solcher Bewertungsansätze. Was ist jetzt das konkret Neue an dieser Brücker Formel? Also absolut neu bzw. nicht so oft vorhanden ist der Punkt, dass wir das Humankapital in Euro
aus Werten für die ganze Belegschaft, einen Wert für die gesamte Belegschaft. Und das ist natürlich eine Kennzahl, wo jeder Personalchef sagt, Mensch, das brauchen wir, auf einen Blick zu sehen, was im Unternehmen los ist, ob das Ganze sich steigert und vieles mehr. Ansonsten ist sie nach klaren theoretischen Ansätzen konzipiert, also es geht nicht wild theoretisch durcheinander, sondern sie ist recht sauber gemacht, aus unserer Sicht. Und sie hat vor allem 10 Steuerungsansatzpunkte, wo man auch die Personalarbeit mit professionalisieren kann. Nun sind ja auch schon Erfolge zu verzeichnen mit dieser Formel, also große Unternehmen, große deutsche Unternehmen wie Telekom zum Beispiel arbeiten schon damit. Haben Sie damit gerechnet? Also mit der Schnelligkeit des Erfolges, der Verbreitung und so weiter nicht. Aber es war sehr interessant, dass diese Saarbrücker Formel eingeschlagen ist, sage ich jetzt mal. Denn das Interessante war, dass sich das vor allem in der wissenschaftlichen Welt recht schnell verbreitet hat. Dann aber flott rauskam, dass das Ganze gut kommunizierbar ist, eine vernünftige Logik hat, die die Unternehmen überzeugt hat und die auch Steuerungspotenzial gesehen haben. Und dann haben die gesagt, wir probieren es mal. Und jetzt sind einige Unternehmen massiv auf dem Weg, mit der Saarbrücker Formel ihr Humankapital, ihre Belegschaft zu bewerten. Noch eine letzte Frage. Sie haben es gerade angesprochen, es ging recht schnell. Und jetzt auf den wissenschaftlichen Weg bezogen, wie lange genau dauert so eine Entwicklung einer solchen Formel? Also Vorarbeiten starteten Anfang 2003 oder Ende 2002 ungefähr. Wir hatten das Buch letztlich draußen 2004. Das war dann relativ intensive Schreiberei im Team. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und die zweite Auflage ist auf dem Markt. Also ein Jahr hat das gedauert, bis die erste Auflage verkauft war. War natürlich eine tolle Sache und da haben wir uns sehr gefreut. Aber insgesamt ist das Thema natürlich schon älter. In den 70er Jahren hat das angefangen und es gibt sehr, sehr viele Ansätze, die sich auch damit beschäftigen in der Literatur aus unterschiedlichster Theorierichtung. Und wir haben da nur, ich sag mal nur ganz bescheiden, einen weiteren konvergierenden Beitrag zu geleistet, also Sachen zusammengeführt. Okay, vielen Dank, Herr Stein. Bitte. So, das war's von mir für diesen Moment. Ein, wie ich fand, recht informatives Interview mal wieder. Und der Typ war auch nicht schlecht, oder? Bis zum nächsten Mal. Ja, recht herzlichen Dank an unsere rasende Reporterin. Und jetzt habt ihr auch einmal gesehen hier, Dr. Volker Stein, wie so ein Erfinder einer solchen Formel aussieht. Ich komme noch einmal ganz kurz auf die Formel zurück, beziehungsweise was heißt, ich komme kurz zurück, es ist ja das Thema eigentlich. FTE, denke ich, ist jetzt klar, L auch, die Wissensrelevanzzeit, die, habe ich gesehen, wird von euch vorgegeben, also die steht fest, das muss keiner ausrechnen. Genau, da sind bestimmte Kurven hinterlegt, wie sich eben Erfahrungswissen oder Fachwissen zusammensetzt und daraus werden Kurven abgeleitet. Genau, hat sich damit Betriebszugehörigkeit, ist auch eigentlich auch klar, Entwicklungskosten, stimmt das? Ja, Personalentwicklung meint die dahinterstehenden Kosten. Genau. Vielleicht kurz auf diese Variable mal eingehen. Ich denke, oder ich vermute jetzt einfach mal, dass das der größte Faktor ist, den ein Unternehmen beeinflussen kann, um das Humankapital zu steigern. Gehe ich da recht in dieser Annahme? Würde ich sagen, nein, weil er geht ja nur additiv mit ein. Das heißt, über das M kann man auch schon ganz schön viel machen. Aber es ist natürlich im Rahmen personalwirtschaftlicher Maßnahmen schon ein entscheidender und zentraler Faktor, eben um das Humanvermögen zu erhöhen, ganz klar. Okay. Aber in der Formel selbst geht es eben nur additiv mit. Genau, mit gut. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt gerade M ausgeschlossen, weil ich nämlich jetzt eigentlich auf M erst komme. Okay. Aber okay, natürlich, genau. M, die Motivation spielt natürlich eine große Rolle im Unternehmen. Du hast gesagt Commitment, Retention und Kontext. Genau. Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Also die eine Motivation kann man ja letztendlich mathematisch schlecht errechnen. Mhm. Also ich kann jetzt keine andere Formel nehmen und dann ein paar Zahlen, und das einsetzen. Deine Größe, dein Alter und dein Gewicht eingeben und schon weiß ich, wie motiviert du bist. Also wie wird dieses M berechnet oder wie kommt man auf dieses M? Also generell wird Motivation im Unternehmen über Mitarbeiterbefragungen erhoben. Das heißt, sprich, man führt eine Motivationsbefragung durch bei den Mitarbeitern. Da haben wir von der Saarbrücker Formel einen Fragenkatalog entwickelt, der sich auf diese drei Bereiche
beschränkt, also M1, M2, M3, mhm. abfragt, jedes anhand von 10 Fragen. Okay. Und daraus abgeleitet werden eben die Motivationswerte berechnet. Die Motivationswerte in der Saarbrücker Formel nehmen immer Werte an zwischen 0 und 2. Das heißt, wenn wir einen Motivationswert von 1 haben, sind wir bei 100%. Normal. Haben wir von 2, haben wir Verdopplung des Ganzen. Genau. Und ja, soll dann auch Unternehmen kleiner gleich 1 geben. Soll es auch geben, kommt schon hier nur wieder vor. Sollte aber nicht sein, um das Humankapital. Okay, gut. 10 Fragen zu jedem Punkt, hast du gemeint, also insgesamt 30 Fragen insgesamt, mhm. die mhm. dann in diesem Unternehmen dann bei den Mitarbeitern sozusagen gecheckt werden. Mhm. Was für Fragen sind das? Also wie hat man sich das vorzustellen? Ja, die eben die Bestandteile oder die Bedeutung dieser Faktoren abfragen. Zum Beispiel haben wir zu M1 Kontext, also das Wollen der Mitarbeiter. Mhm. Was könnte man da nehmen? Ob jemand mit Interesse und Spaß auch bereit, also an der Arbeit arbeitet und dann auch bereit ist, mehr als das Übliche zu tun. Das wäre zum Beispiel das Wollen. Also der ist engagiert, der ist bereit, auch über das übliche Maß hinaus was fürs Unternehmen zu tun. Also grundsätzlich. In seiner Tätigkeit, ja. Okay. Grundsätzlich könnte man dann also sagen, jetzt als Beispiel für eine Frage, ist das Ihr Traumberuf, in dem Sie sind? Und ich sag mal, wenn es jetzt der Traumberuf wäre, ist man sowieso automatisch motivierter. Richtig. So in etwa. Könnte man so sagen. Okay, ja. So, was gibt es noch so für Fragen? Was gibt es noch? Repräsentative? Es gibt zum Beispiel die Frage zu M2, ob jemand die entsprechenden Hilfsmittel hat, das entsprechende Arbeitsumfeld, um seine Arbeit ordentlich zu machen. Mhm. Sprich, ob die ganzen Rahmenbedingungen stimmen. Ich hake noch einmal nach. Ja, gerne. Eine konkrete Frage, die in diesem Fragenkatalog steht. Habe ich doch gerade gesagt. Ach so, einfach. Eine konkrete Frage, genau. Ach so, nach dem eigenen Empfinden. Genau, nach dem Einschätzen, ob die Rahmenbedingungen da sind, ob die Hilfsmittel da sind, um die Arbeit ordentlich zu absolvieren. Und dann gibt es eben eine Skala, wo die ankreuzen können. Stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Okay, genau. Gut. Leider haben wir es nicht geschafft, so einen Fragenkatalog mal vors Gesicht zu bekommen, aber hat mich aber keiner gefragt. Ich hätte können einen mitbringen. Steffi, das kannst du doch nicht sagen. Wie sieht so? Das denn jetzt aus, als hätten wir uns nicht Ah, Mensch. Komm, nach. Gut, okay. Unsere Frage war, beziehungsweise unsere Einschätzung ist einfach, dass aber in die Motivation auch ein Faktor rein sollte, der das persönliche, das private Umfeld mit einbezieht. Mhm. Warum wurde das in diesem Fragenkatalog nicht mit übernommen? Weil wir uns ja mit der Arbeitsmotivation beschäftigen. Klar hat man mal einen schlechten Tag oder private Umstände führen auch mal dazu, dass man bei der Arbeit weniger motiviert ist. Mhm. Ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck des Arbeitsumfeldes oder um die Arbeit zu bewerten. Das gleicht sich wieder aus. Wir haben immer welche drin, die mal richtig gut drauf sind an diesem Tag, die den Fragebogen ausfüllen. Man hat auch mal welche dabei, die schlecht sind. Und da es aber eine Summe ist, also ein Durchschnittswert über alle, gleicht sich das wieder aus. Man kann nicht alle Bestandteile mit berücksichtigen, die Motivation in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen... Könnte man sagen, ja. Also man könnte sagen, nach dem Erfahrungswert ist es aber so, der eine, der aus dem privaten oder aufgrund des privaten Umfeldes etwas unmotivierter ist... der hat dann wiederum auf der anderen Seite als Gegenspieler einen, der gerade geheiratet hat genau, und sein erstes Kind bekommen hat. Genau. Und deswegen gleicht sich das aus. Genau. Okay, gut, das wäre das jetzt. Ich muss da, also ein paar Fragen haben sich einfach uns gestellt. Ja, also die das Ganze noch ein bisschen kritisch sehen. Und zwar, der Herr Stein hat es teilweise angesprochen, es gibt auch einen Satz von Professor Dr. Scholz, der ja auch da, wenn man sich ernsthaft mit dem Humankapital auseinandersetzt und ernsthaft die Realität der aktuellen Arbeitswelt berücksichtigt, wird die Personalarbeit auch unbequem und ist auch mit Arbeit und Kosten verbunden und so weiter und so fort. Mhm. Wenn das Unternehmen jetzt mit dieser Erstellung, dieser Formel oder mit der Erstellung des Humankapitals, des Wertes des Humankapitals, Arbeit hat, Kosten hat,
Was steht dem gegenüber? Also was kriegt ein Unternehmen dann aus diesem Wert raus? Es ist ja ein monetärer Wert, also zum ersten Mal oder so auf diese Art zumindest mal, wo dann die Belegschaft auch tatsächlich in einem Eurobetrag bewertet oder berechnet wird. Aber was ist jetzt der große Vorteil daran? Also was bringt das einem Unternehmen? Also Herr Stein hat das auch schon in seinem Beitrag ein bisschen anklingen lassen, dass wir unterschiedliche personalwirtschaftliche Stellschrauben in der Saarbrücker Formel haben. Das heißt, Personalabteilungen können sehen, wie sie ihre Mitarbeiter oder wie sie Humankapital verbessern können und sich selbst dadurch auch in eine gewisse positiveres oder ein glücklicheres Licht rücken können. Weil Personaler oder der Personalbereich im Unternehmen gilt oft so als Kostenverursacher, die leisten ja nichts, die wollen immer nur Geld, Mitarbeiter kosten Geld. Und anhand der Zahlen, wenn Sie sagen können, hier, wir haben so und so viel in die Personalentwicklung investiert, guckt euch an, unser Humankapitalwert ist um so und so viel Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben was für die Mitarbeiter getan und können sich eben rechtfertigen. Das ist auch eigentlich das Ziel dieser Formel, dass letztendlich das Humankapital irgendwann mal in die Bilanzierung eines Unternehmens eingeht. Ja, ist eine Idee, genau. Und welche Institution wäre letztendlich dafür verantwortlich oder hat die Entscheidungskraft zu sagen, alle deutschen Unternehmen müssen ab sofort das Humankapital in die Bilanz mit einbeziehen? Ja, es gibt dort unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften beziehungsweise unterschiedliche Institute, die dort zuständig sind. Es gibt das US GAAP, es gibt das IAS, International Accounting Standard, und der verlangt auch, dass Intangible Assets bewertet werden, das heißt immaterielle Vermögenswerte, wozu auch das Humankapital zählt. Und ich denke, dort wird im Moment überlegt, wie man Humankapital denn standardisieren bzw. eine Berechnung, eine Normierung finden kann. Und dort könnte man vielleicht auch mit der Saarbrücker Formel sich einbringen. Habt ihr das schon getan? Also steht ihr mit denen in Kontakt? Nein, wir haben Kontakt zu der Prüfungsgesellschaft PwC, die auch im Moment die Prüfungstauglichkeit der Saarbrücker Formel überprüfen. Wann kommt das Ergebnis? Wir hoffen mal Anfang des Jahres. Gehe ich mal von aus, nächsten Jahres, genau. Gut. Vielleicht noch eine letzte Frage, interessiert mich persönlich. Und zwar, ihr habt das in dieser Saarbrücker Formel, habt ihr das nach Berufsgruppen aufgeteilt und da dann eben das Durchschnittsgehalt angegeben. Und Beschäftigtengruppen, Genau, die Wissensrelevanzzeit und so weiter und so fort. Was für eine Wissensrelevanzzeit hat denn, oder andersrum, nein, jetzt habe ich die Frage schon gestellt, was für eine Wissensrelevanzzeit hat denn ein Fußballspieler? Keine Ahnung, da muss ich passen. Kann ich nicht sagen, ich kenne mich im Fußball überhaupt nicht aus. In welche Kategorie gehören Fußballspieler, Sportler? Gut, die tun ja eigentlich immer dasselbe. Das stimmt. Also ihr Fachwissen veraltet in dem Sinne relativ wenig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich denke auch. Deswegen war jetzt meine Frage, 50 Jahre, 100, 1000? Dann würde ich sagen, das Maximum, was wir festgelegt haben, sind 15. 15? Also 15 Jahre mal auf jeden Fall. Okay. Und man könnte mit der Saarbrücker Formel die deutsche Nationalmannschaft bewerten? Das wäre eine spannende Idee. Wie viel die wert sind? Das könnte man bestimmt tun. Das könnte man tun? Ja. Sollen wir? Wir stellen es in unserem Blog. Okay. Wir rechnen es aus und stellen es in unserem Blog. Okay, super. Denn gute Idee. Ich sehe, die Zeit ist für heute überschritten, zumindest mal für diesen Teil. Insofern recht herzlichen Dank für dein Kommen. Dankeschön. War sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt hier zu sein. Okay. Ich hoffe, ihr habt da jetzt ein bisschen mehr Überblick über die Saarbrücker Formel. Es ist auf jeden Fall groß im Gespräch und wie man gehört hat, es wird sich auch einiges tun. Das war's mit der Saarbrücker Formel. Ansonsten gibt's jetzt heute wieder einmal, nein, ich brauche gar nicht zu zeigen, wo es ist, denn ihr werdet es unter Umständen kennen, den Gebäudecheck. Yes, servus Leute. Gebäudecheck Teil 4. Ich befinde mich hier vor Gebäude A11 bzw. A12. Nein, ihr habt kein Déjà-vu, aber heute befassen wir uns nicht mit dem Starterzentrum, sondern in diesem Gebäude, um genauer zu sein, im Teil A11 befindet sich noch eine weitere Institution, und zwar die PVA. Ihr habt keine Ahnung, was das ist, wir auch nicht, und deswegen schauen wir es uns heute an. Ich bin jetzt hier im Gebäude, um konkreter zu sein, im Teil A11, und links neben mir befindet sich das Büro der PVA.
Da haben wir uns mit Herrn Axel Koch verabredet, der uns ein klein wenig mehr darüber sagen kann, und gehen wir doch einfach mal zu ihm rein. Neben mir steht Herr Koch, leitender Angestellter der PVA. Hallo Herr Koch. Kurze Frage, was bedeutet PVA? PVA ist, wie man es schon hört, eine Abkürzung und steht für Patentverwertungsagentur der Saarländischen Hochschulen. Und die PVA macht was konkret? Ja, wie der Name schon sagt, wir verwerten Patente, aber nicht nur das. Wir bewerten Erfindungen und hauptsächlich die Erfindungen, die hier an der Universität des Saarlandes entstehen. Und machen dann im Prinzip ein Gutachten für die Hochschulleitung, indem wir empfehlen, ob die Erfindung in Anspruch genommen werden soll, ein Patent angemeldet werden soll oder nicht. Und wenn das passiert, dann sind wir auch für die Verwertung zuständig. Das heißt, wir suchen Lizenznehmer und arbeiten Verträge aus und schließen dann auch ab. Die PVA existiert seit wann? Seit 2002. Das ist dadurch begründet, dass im Jahr 2002 das Arbeitnehmererfindergesetz geändert wurde. Vorher war es so, dass die Professoren selbst mit ihren Erfindungen machen konnten, was sie wollten. Und jetzt ist es so, dass die Hochschule die Erfindung in Anspruch nehmen kann und damit auch die Hochschule selbst Erfindungen vermarkten kann. Also das heißt, die Patente bzw. die Lizenzrechte liegen dann bei der Universität? Genau das. Genau dafür sind wir im Prinzip zuständig. Die Hochschule hat immer die Wahl, wenn sie denkt, das Ganze ist interessant und eventuell auch lukrativ, dann kann sie die Erfindung in Anspruch nehmen. Und wenn nicht, dann werden die Erfindungen an die Erfinder freigegeben und dann können die wiederum selbst damit machen, was sie möchten. Vereinfacht aber auch gleichzeitig den Weg des Ideengebers zum Unternehmen letztendlich. Genau das. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Für den Erfinder selbst ist oft oder sind solche Dinge wie Lizenzverträge oder auch Patente allgemein oft weit entfernt von dem, was er bei der täglichen Arbeit tut, nämlich forschen. Und genau dafür sind wir da, nämlich diesen Weg zu vereinfachen, bei der Patentanmeldung zu helfen, die Kommunikation mit den Patentanwälten zu regeln und dann auch Lizenznehmer zu suchen. Und wir kennen uns dann auch mit Lizenzverträgen aus und mit den Verhandlungen und möchten einfach dem Wissenschaftler die Arbeit erleichtern. Und welche Patente bzw. Lizenzrechte von interessanten Ideen sind bei euch hier schon so eingegangen und habt dann letztendlich das Patent vergeben? Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also ich hatte ja gesagt, uns gibt es jetzt noch nicht so lange. Insofern haben wir jetzt noch nicht das Weltprodukt, das jeder kennt. Aber es ist schon so, dass hier recht interessante Dinge entstehen. In letzter Zeit durch die Medien gegangen ist zum Beispiel eine neuartige Grafikkarte, die hier an der Informatik entwickelt wurde. Dann haben wir vermarktet im letzten Jahr eine Technologie zur Herstellung von Brennstoffzellen, die hoffentlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Und im Moment beschäftigen wir uns gerade hauptsächlich mit neuen Wirkstoffen, die vielleicht irgendwann mal in Herz-Kreislauf-Medikamente münden könnten. Hört sich gut an. Also, wer eine Idee hat und entgegen letzter Woche nicht gerade einen Abschluss gemacht hat, beziehungsweise ein Unternehmen gründen möchte, der ist dann hier an der richtigen Stelle. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Das war der Gebäudecheck. Die PVA, also wer Ideen hat, keine Ahnung, sprechender Bierdeckel oder irgendwie dergleichen, geht dorthin. Ansonsten, ihr wisst, ganz zum Schluss dieser Sendung gibt's noch Medi informiert. Heute das Programm, wir haben es auch eben kurz gehört, es ist die Schulversion von der Saarbrücker Formel. Wie das Ganze funktioniert, was man eintragen muss, das seht ihr jetzt. www.orga.uni-sb.de/sfo-open Benutzername und Passwort eingeben. Anmelden. Unternehmensname eingeben. Kapitolversicherung. Speichern. Gruppe definieren. Name der Beschäftigungsgruppe. Gruppe 1. Stromberg Schadensregulierung M bis Z. Man muss den Kunden schmieden, solange er noch heiß ist. Teilgruppe 1, Organisationsverwaltungs- und Büro bei Ufe, 90%, Herr Becker, Erika, Berthold Heisterkamp, alias Annie, Tanja Seifert, Ulf Steinke, Lars Linhoff, Sabbe Hilfers. Teilgruppe 2, sonstige Arbeitskräfte, 10%, Koch Möllers hat Mäuse in der Küche. Werte übernehmen. Gruppe definieren. Name der Beschäftigungsgruppe. Gruppe 2. Herr Turkulu. Schadensregulierung A bis N. Turkulu der Streber. Organisationsverwaltungs- und Büro bei Ufe. 90%. Turkulus Abteilung ist motiviert. Teilgruppe 2. Sonstige Arbeitskräfte. 10%. Lego. Wisch und weg. Werte übernehmen. Fulltime Equivalence definieren.
10 Vollzeitarbeitskräfte arbeiten 40 Stunden die Woche. Diese haben Hauptschulabschluss bzw. mittlere Reife und abgeschlossene Berufsausbildung. Wissensrelevanzzeit und Betriebszugehörigkeitsdauer definieren. Wissensrelevanzzeit ist vordefiniert, durchschnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer 15 Jahre. Erika, mit solchen Aktionen bringen Sie sich ratzfatz auf die Abschlussliste. Eurobetrag für Personalentwicklungsmaßnahmen für Abteilung Stromberg definieren. PE gleich 100.000 Euro. Stromberg Justierungsfaktor gleich 1. Abteilung Dorkulu PE gleich 100.000 Euro. Justierungsfaktor gleich 2. Werte übernehmen. Wertänderung definieren. Abteilung Stromberg weiche Faktoren jeweils 0,5. Abteilung Dorkulu weiche Faktoren jeweils 2. Werte übernehmen. Einzelergebnisse Abteilung Stromberg. Zusammenfassung Stromberg, Wertbasis 401.969 Euro, Wertverlust minus 135.409 Euro, Personalentwicklung 100.000 Euro, weiche Faktoren jeweils minus 61.093 Euro, Human Capital gleich 183.279 Euro, Mensch Annie. Alte Speiche, Einzelergebnisse Abteilung Dorkulu. Zusammenfassung Dorkulu, Wertbasis 401.969 Euro, Wertverlust 135.409 Euro, Personalentwicklung 200.000 wegen Justierungsfaktor 2, weiche Faktoren jeweils 155.519 Euro, Human Capital gleich 933.118 Euro. Dorkulu means money. Gesamtergebnis der Kapitolversicherung, Human Capital 1.116.397 Euro. Log out. Play by. www.orga.tv. Ja, das war die Saarbrücker Formel. Nächste Woche gibt's von unserem guten Björn Videocast. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, denn ab diesem Freitag, sprich übermorgen, strahlt Orga TV auch Videocasts aus. Und da habe ich schon wieder eine charmante Dame neben mir, die neue Kollegin Esther. Hi. Herzlich willkommen. Du machst unseren Videocast. Genau, von mir gibt es ab Freitag in Zusammenarbeit mit euch Videocast-Sendungen, jeden Freitag zum Runterladen unter www.orga.tv. Dort gibt es einen Link, gibt es jeden Freitag mit ganz spannenden Themen. Doch was es gibt, bleibt erstmal noch unser Geheimnis. Na gut, ausnahmsweise, ich wollte dich gerade fragen, was es am Freitag zu sehen gibt. Aber okay, schaut es euch an und es ist auf jeden Fall hochspannend, aber das ist ja alles von uns. Gut, das war's für heute. Nächste Woche gibt's Medienlandschaft Saarland. Was hat die uns zu bieten und wie wird's dort aussehen in naher Zukunft? Das war's heute für uns. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch und tschö. Ciao.